Die Informationsflut im digitalen Zeitalter steigt immer weiter an. Doch wie lassen sich all die Daten sinnvoll und intelligent nutzen? Diese Frage stand im Mittelpunkt des Medientagesspecials 2015 im Rahmen dessen Experten aus der Medien- und Werbebranche die Marktpotenziale von Big Data diskutierten. Bereits heute bestimmen zunehmend die Algorithmen der diversen Plattformen, welcher Nutzer welche Werbung zu sehen bekommt. Einerseits gibt Big Data und Predictive Analytics, also vorausschauende Prognosen aufgrund von Big Data, allen Unternehmen die Möglichkeit, ihre Prozesse zu verbessern, zum Beispiel Prognosen zu machen über, wie viel sie abverkaufen können und dadurch vernünftigere Einkaufsentscheidungen zu treffen oder auch Kundenvorlieben und so weiter herauszufinden. Andererseits bietet Big Data natürlich die Möglichkeit, die wird hauptsächlich von amerikanischen Firmen vollführt, jetzt wirklich disruptive neue Geschäftsmodelle zu bauen und auch etablierte Unternehmen und Industrien richtig anzugreifen, wie zum Beispiel Amazon und Apple. Und genau diese großen Player nutzen längst nicht mehr nur die Daten, die ein Anwender bei seiner Registrierung hinterlässt. Stattdessen wird der moderne Nutzer überall getrackt. Dank der vielen Funktionen und eingebauten Sensoren in unseren Smartphones ist das kein Problem. Die miteinander vernetzten Apps teilen dann die Vorlieben des Nutzers und lassen für die Werbetreibenden dann wertvolle Rückschlüsse für ihre Kampagnen zu. Wir haben schon immer Mediaplanung auf Daten gemacht und desto mehr Daten wir zur Verfügung haben und desto besser die Analysealgorithmen werden, desto höher wird natürlich die Bedeutung. Aber Daten haben schon heute 100% Bedeutung in der Mediaplanung. Die Auswertung von Big Data und die Generierung von Smart Data spielt eine immer zentralere Rolle. Doch nicht nur die Experten beteiligter Medienunternehmen auf der Podiumsdiskussion, sondern auch die Teilnehmer des Medientagesspecials waren mehrheitlich überzeugt. Die Ära von Big Data steht erst am Anfang. Noch längst sind nicht alle Anwendungsfelder ausgeschöpft und viele Unternehmen müssen sich schrittweise auf die anstehenden Veränderungen einstellen. Also ich denke, die Veränderung werde langsam entstehen. Was jetzt bei uns passiert ist, wir haben ein bereichübergreifendes Programm ins Leben gerufen, weil Data-Driven, also Big Data, Data-Driven Business ist ein Cross-Thema. Das ist nicht ein Individual-Business-Unit-Thema, sondern wirklich ein Konzernthema. Man muss wirklich die Kräfte verbünden und daher haben wir jetzt ein Programm ins Leben gerufen und gleichzeitig also meine Organisation ist auch eine zentrale Organisation, die maßgeblich in der Umsetzung in führende Rolle spielt. Big Data ist in Unternehmen kein Randthema mehr. Vielmehr besteht nun die Herausforderung darin, möglichst alle Abteilungen und Schnittstellen sinnvoll an den Informationsfluss anzubinden, um künftig effektiv von den gewonnenen Informationen profitieren zu können. Ich befürchte, dass wir langfristig schon größere Veränderungen sehen, auch größeren Invest sehen werden in Technologie, in Verfahren, in Change im gesamten Unternehmen, also Transformation der Organisation. Ich glaube aber auch, dass wir kurzfristig mit kleinen Dingen Großes erzeugen können, dass kleine Ideen, kleine Kampagnen, da reden wir vielleicht über Einsatz von Excel, von ganz kleinen Datenanalyse-Methoden und Werkzeugen, viel erreicht werden kann. Das heißt, wir werden sicherlich erstmal kleine Piloten starten müssen, die nicht so kostenintensiv sind. Langfristig werden wir aber, denke ich, schon einen größeren Invest auch sehen in Datenanalyse-Methoden, der aber auch sich auszahlen wird. Das Sammeln und Auswerten von Daten bietet unbestritten ein gewaltiges wirtschaftliches Potenzial. Zu Recht sind Datenschützer aber skeptisch, denn in vielen Fällen bleibt abzuwarten, was künftig mit all den gesammelten Daten passiert. Eine Hausaufgabe für die Unternehmen ist und bleibt daher, verantwortungsvoll und für den Nutzer transparent mit Big Data umzugehen.